seht ihr bereits einen alten Bekannten, und zwar den Bauern Horst. Und daneben steht seine Ziege, die kennen wir auch schon gut, das ist der Charlie. Und der Bauer Horst möchte den Charlie nicht immer so weit weg auf die Wiese bringen, weil da ist der Charlie so weit weg und da muss er so weit hinausgehen mit dem Charlie, sondern er möchte ihn manchmal auch bei sich im Garten lassen. Aber das Ganze ist nicht so einfach, denn im Garten befindet sich nicht nur Gras, sondern da steht auch ein Baum. Das ist noch nicht das Problem. Aber neben dem Baum befinden sich auch noch die Blumen seiner Frau im Garten. Und da hat der Bauer jetzt sein Problem, denn er möchte den Charlie im Garten so anbinden, dass er zwar einerseits genug zum Fressen hat, das heißt, die Schnur darf nicht zu kurz sein, aber andererseits darf der Charlie nicht die Blumen seiner Frau anbeißen. Könnt ihr also dem Bauer Horst helfen und ihm zeigen, wie lange das Seil höchstens sein darf, an dem er den Charlie anbindet? Nehmt dafür euer Übungsblatt, das Übungsblatt G5, und zeichnet es am besten ein, damit der Bauer einen Plan hat. Vergesst auch nicht anzugeben, wie lange das Seil höchstens sein darf. Dafür ist unterhalb der Zeichnung bereits ein Antwortsatz vorgefertigt, in dem ihr nur mal die Meter eintragen müsst. Ich wünsche euch viel Vergnügen und gutes Gelingen. Auf eurer Angabe seht ihr hier eine Bemerkung. Und zwar genau hier. Da steht 1 cm, dann so ein komisches Symbol, und dann ein Meter. Dieses seltsame Symbol hier, das heißt entspricht. Also steht dann hier nichts anderes wie 1 cm entspricht einem Meter. Und das bedeutet nichts anderes wie, dass 1 cm, den ihr auf der Zeichnung anfertigt, zum Beispiel mit dem Lineal oder mit dem Zirkel, wie auch immer, einem Meter in der Wirklichkeit entspricht. Andere Beispiele wären, zeichnet ihr zum Beispiel eine 3 cm lange Linie auf der Zeichnung, dann heißt das, in der Wirklichkeit wäre diese Linie könnte jetzt also das Seil vom Charlie sein, dann wäre diese Linie in Wirklichkeit 3 Meter lang. Zeichnet ihr zum Beispiel eine 4,6 cm lange Linie in der Zeichnung, so entspricht das in der Wirklichkeit 4,6 Meter.